Hallo liebe Zuschauer, heute bin ich in Kestel, Jailalo, in der Nähe von Kestel. Wir sind circa 4,2 Kilometer entfernt vom Meer. Ja, es ist eine sehr schöne, aber eine alte Villa. Es muss einiges gemacht werden, das kann ich Ihnen gleich von vorne hinein sagen. Ja, Innenbereich muss auf jeden Fall neue E-Geräte sowie neue Möbel rein. Ja, es ist eine ältere Villa, es wurde auch 2003, 2004 erbaut. Es sind 190 Quadratmeter rein Wohnfläche, Gesamtfläche wären es ca. 420 bis 430 Quadratmeter. Man hat einen Parkplatz, es ist zweietagig und wie immer starten wir direkt vom Eingangsbereich. Bis gleich. So, wir sind gleich im Eingangsbereich von unserer Villa. So, jetzt kommen wir bitte hier rein. Auf der rechten Seite von mir aus ist gleich ein Gäste-WC. So, von hier aus führt es nach oben zu dem Schlafzimmer, aber wir haben noch eine Schlafzimmer hier im unteren Etage. Das ist das Wohn- und Essbereich. Ist nicht groß, das sind ungefähr 45 Quadratmeter. Das ist die Küche. Haben sie kleine Kücheninseln hingestellt, was sehr praktisch ist. Ja, die Küche ist auch schon ein bisschen älter. Das sieht man anhand von Oberfläche von unseren Schränken. Ich sag ja, man muss hier ein bisschen was reinstecken. Aber der Preis, der macht es halt eben aus. Und egal was für ein Mehrblick, kostet natürlich alles teurer, aber hier nicht. Ja, ich habe Ihnen sogar den gleichen Preis, 285.000 Euro. Ja, für so eine große Fläche kann man sich nicht beschweren. So, wir haben hier auch wunderschöne Essbereich mit direktem Burgbergblick und Meerblick. Und auf der rechten Seite haben wir auch sogar wunderschönen Bergblick. Ja, wir haben hier unseren eigenen Pool und sehr große Terrasse. Ja, das ist das dann Wohnbereich. Hier auf dieser Seite haben Sie auch einen Fernseher, Archilic, so eine Eckcouch. Der Couch kann sich sehen lassen, der ist nicht so alt. Ja, da haben Sie auch so einen kleinen Schrank hingestellt. Und Klimaanlage in jedem Zimmer vorhanden übrigens. Jetzt gehen wir direkt nach oben zu unseren Schlafbereichen. Also bis gleich. So, jetzt sind wir in die obere Etage gelangt. Wir haben hier auf der rechten Seite Gäste-WC bzw. Dusche und... So, auf dieser Seite haben wir unsere Schlafzimmer. Das wäre wahrscheinlich eher ein Gästeschlafzimmer. Ja, wie schon erwähnt, die Möbel sind ein bisschen älter, außer der Kleiderschrank, das kann sich sehen lassen. Ja, wir haben auch so einen kleinen Schminktisch auf dieser Seite. Wir haben einen kleinen französischen Balkon auf der linken Seite. Jetzt gehen wir weiter. Das ist das Hauptschlafzimmer. Ist ja klar, mit so einer Aussicht müssen wir das einfach als Hauptschlafzimmer nehmen, auch von der Größe her. Ja, ist sehr groß, wir haben einen Schminktisch dort auf der linken Seite. Haben wir so einen Picknickstuhl. Ja, das muss auf jeden Fall raus. Ja, wir haben hier auch einen Kleiderschrank auf dieser Seite und Hauptbadezimmer mit doppelter Waschbecken, Jacuzzi und unsere kleine Duschkabine. So schaut es hier aus. Jetzt gehen wir gleich zu unserem Balkon raus. Leute, das ist das, was halt eben die Immobilie ausmacht. Ja, diese Aussicht ist top, kann man nicht sagen. Ja, wir haben hier einen eigenen Pool. Wir haben einen schönen Parkbereich, 190 Quadratmeter Wohnfläche, knapp 460 Quadratmeter Bruttofläche. Es ist eine Duplex-Villa. Schön, mir gefällt es. Allerdings, man muss natürlich auch hier was Kleinigkeit investieren. Es ist nun mal so, wie es ist. Es ist halt eine ältere Anlage. Ja? Und von hier aus, wie gesagt, 4,2 bis 4,5 Kilometer. Je nachdem, wo man entlang fährt, ist der nächste Strandbereich. Und nächste Einkaufsmöglichkeit ungefähr 2,4 Kilometer. Da braucht man auch fahrbaren Untersatz, denn hier fährt auch kein Bus. Also braucht ihr auf jeden Fall entweder einen Roller oder einen PKW. Und naja, da hat man einen wunderschönen Panoramablick. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Wir machen eine Besichtigungstour. Ja, es reicht schon, wenn ihr 2 Stunden vorher anruft, Dusche an. Wir möchten gerne die Villa anschauen, von mir aus gerne. Ja? Und ich erwähne es noch einmal, 285.000 Euro ist der Verkaufspreis. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Bis zum nächsten Video. Adieu.